Wir gelangen nun zum 9. Punkt der Tagesordnung. Es ist dies der Beschluss des Nationalrates vom 6. Juli 2016 betreffend ein Gedenkstättengesetz. Berichterstatter ist der Bundesrat Magister Klaus Fühlinger. Ich bitte um den Bericht. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, bei dem ein Bundesgesetz über die Errichtung der Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen behandelt wird. Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen soll organisatorisch aus dem Innenministerium ausgegliedert und in eine gemeinnützige Bundesanstalt umgewandelt werden. Aus der derzeit vorwiegend als Mahnmal fungierenden Gedenkstätte soll im Zuge dessen ein professioneller Museumsbetrieb mit umfassender Geschichtsvermittlung werden. Die wirtschaftliche Kontrolle durch den Bund und die parlamentarische Kontrolle bleiben jedoch erhalten. Die Opposition kritisiert den Gesetzentwurf jedoch. Sie begrüßt zwar die positiven Signale, hätte sich aber die Errichtung einer unabhängigen Stiftung gewünscht.